Der Stormygate lässt die Wogen weiterhin hochgehen. Im amerikanischen Fernsehen plaudert der Pornostar Stormy Daniels schlüpfrige Details über ihre Affäre mit dem mächtigsten Mann der Welt aus. Aber Daniels hat noch nicht genug und geht nun einen Schritt weiter. Denn sie verklagt Trumps Anwalt Michael Cohen wegen Verleumdung und übler Nachrede. Außerdem soll der Anwalt des Präsidenten mit aggressiven Mitteln versucht haben, den Pornostar zum Schweigen zu bringen. Im vergangenen Februar gibt Cohen zu, Daniels einen Monat vor der Präsidentschaftswahl 2016 $130.000 aus eigener Tasche bezahlt zu haben, damit diese nichts über die bekannte Affäre enthüllt. Nun hat der Pornostar aber doch geredet und damit ganz Amerika in Aufruhr versetzt. Das Weiße Haus dementiert übrigens die Affäre zwischen Donald Trump und Stormy Daniels.